Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliveries für die PlayStation 4. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und heute versuchen wir mal ein paar Träger zu organisieren. Was haben wir denn mit der? Das ist die da. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Köchin. Was willst du? Arbeit will ich. Und ich habe gehört, dass du dafür zuständig bist, nicht der Vogt. Das ist richtig. Kannst du kochen? Wenn du weißt, wie man für den Adel auftischt, habe ich womöglich etwas für dich. Wo hätte ich das denn lernen sollen? Wasser schleppen will ich. Aber Alex hat bereits Leute für diese Arbeit ausgewählt. Mich hat er aber nicht gefragt. Deshalb bin ich hier. Das mag schon sein, aber ich habe meine Wasserträger bereits gefunden. Außerdem ist das Männerarbeit. Ich bin kräftig genug, um dir den Arsch zu versohlen, du Knilch. Gott sei mit Ja, dich. schön, dich zu sehen. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? So. Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer. Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Wozu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Okay. Wie ergeht es dir so in Ratei? Dann müssen wir ein So paar Fragen gut. stellen. Das Ich nutzt wollte dem nichts. Das Vogt ist meine wie Fähigkeit Bewerbungsgespräch als jetzt. Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist. Wenn er mir denn die Chance geben würde. Was würde für mich dabei herausspringen, wenn ich dich empfehle? Ah, so läuft das also, was? Ein ehrbarer Mann bekommt nur Arbeit, wenn er Silber springen lässt? Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Es wäre nicht leicht, den Vogt zu überreden, dich zu nehmen. Na schön. Ich habe zwar nichts, aber wenn ich ein Wörtchen mit dem Sasauer Schmied wechsle, macht er dir einen guten Preis. Günstigere Ausrüstung kann nie Ja. schaden. Abgemacht. Passt. Abgemacht. Komm zu mir, sobald ich die Arbeit habe. Dann fädle ich das ein. Okay, das war's fürs Das wär's fürs Erste. Erste. Mach's gut. Dies können wir nachher machen. Okay, jetzt pass auf, wo ist der zweite? Gott sei mit dir. Bist du Klingt wirklich Arbeit Stelle hier, des das müssen wir jetzt durch Wasserträgers? wieder. Ja, mein Name ist Bartek. Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut, nur zu. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hieß Moimir. Wir hatten bei Scarlett einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Ich schau dich schon mal positiv. Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Wie kommst du zurecht? Tja, bin am Leben. Aber Vati fehlt mir. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Das Was wäre wäre so jetzt alles. alles? Den frage jetzt gar nicht, was draus springt, da kriege ich so nichts raus. Der schaut schon mal anders her, also da kann der schon was Gott sei rausspringen. mit dir. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte,
Noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ach, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazugekommen. Okay. Er war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Da kriegst du mir Falle vor. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. Oder recht. Du könntest auch etwas anderes tragen. Scheiße. Nie im Leben. Ich trag niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Ich verstehe. Ihr hättet ihn vorhin gesehen. Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Eieiei, wenn du da schon Flüchtling bist und Würfel nur fangst. Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder? Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Wenn ich zu lange, glaubst du, ein Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Hm, zweifellos. So. Ich weiß jetzt alles. So, dann kann wir jetzt Wasser tragen gehen? Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Ich hoffe, also 1, 2, 3. Sonst werde ich womöglich zornig. Wenn du glaubst, ich habe Angst, irrst du dich. Wir werden sehen. Möge Gott über dich wachen. Und bei den Ustellen, den dir. Ochsen. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will. Was muss ich machen? Sag mir, was hast du vorher gemacht? Am besten wird's durch, meine lieben Sportsfreunde. Dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Skalitz geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch, gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel, sagten sie. Lass das und mach dies. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Du möchtest also Wasser tragen? Das will ich, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Und vor heute Morgen hattest du andere Arbeit, oder wie? Nein, nein, war bloß ein Scherz. Nein, ich frage nicht. Das wäre vorerst alles. Also der Pickel kriegt einmal die Stelle. Der Vogt hat das letzte Wort, nicht ich. Ich muss ihm erst Bericht erstatten. Also bekomme ich die Stelle vielleicht gar nicht? Dann stecke ich in der Scheiße. Alles Gute. Der Fels. Und dann gehen wir auf. Ich möchte dich um etwas bitten, Heinrich. Sicher. Worum geht es? Wie ich hörte, wählst du die Wasserträger aus. Niemand braucht diese Stelle dringender als Antonia. Adam hat nie eine Antonia erwähnt. Eine Überraschung. Aber sie braucht diese Stelle unbedingt. Glaubst du, sie schafft es, diese Eimer zu schleppen? Sie sind schwer und der Weg ist weit. Sie ist keine Prinzessin. Sie packt das. Okay. Na gut, ich behalte es im Hinterkopf.
Im Hinterkopf? Was soll das heißen? Dass ich darüber nachdenke. Der Vogt hat das letzte Wort. Falls er sich weigert, die Stelle einer Frau zu geben, sieh wenigstens zu, dass Bartek sie bekommt. Er hat zwar niemanden auf dem Sterbebett liegen, aber er muss seine Mutter versorgen. Okay, Theresa. Weiter Parte, wer ist jetzt der Parte? Der Parte, der Pickel und die Antonia. Was ist jetzt da mit dem Felsen? Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... So. Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil's mir gerade einfällt, hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Ich nehme auf jeden Fall den Betrieb, ich weiß nichts. Na, ich weiß auch nicht, was die Herrschaften mit ihnen vorhaben. Na gut, hab bloß gedacht, dass dir vielleicht was zuhören kam. Das wäre alles. So, dann gehen wir auf zum Vogt. Alles Gute. Also ein Felsen nehme. Mann, hab ich Hunger. Ein Felsen nehme. Ein Pickel nehme. Die Antonia nehme als Wasserträger. Vogt, du bleibst jetzt da, du bleibst da. Zuerst merkst du, dass ich... So, den Wasserträger. Ich habe die Träger... um die Träger gekümmert. Ich weiß genug, damit die Träger ausgesucht werden können. Gut. Ich bin froh, wenn ich diesen Mist hinter mir habe. Also, auf wen ist deine Wahl gefallen? Sollen sie herholen, oder? Wie wollen wir verfahren? Soll ich sie herholen oder bloß ihren Namen nennen? Sag mir einfach, wer Wasser tragen und wer das andere tragen soll. Um den Rest musst du dich nicht kümmern. Okay. Antonia? Antonia. Was? Ein Weib? Ja. Du hast nie gesagt, dass es Männer sein müssen. Aber ich ging davon aus, dass das klar wäre. Ja, bla bla bla, du nimmst jetzt die Antonia. Diese Herumschlepperei ist schließlich Männerarbeit. Keine Bange, sie packt das schon. Na, hoffentlich. Wenn nicht, musst du mir Rede und Antwort stehen. Was soll sie tragen? Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Dann Tolja die Winde, Peter der Fels, Bankrak. Moimir Sohn. Bartek? Nie von ihm gehört. Was soll er denn tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Dann Vasil der Pickel. Auch unter dem Namen Pickel bekannt. Pickel. Na, hoffentlich vergrault er mit seiner Fratze nicht die anderen. Nein, nein. Er ist kein Pickelgesicht. Er heißt so, da er in der Mine den Pickel, also die Spitzhacke, schwang. Er hat sich dabei übrigens sogar zwei Finger abgehackt. Nun, in einem Eimer kann... Ich nehme voll nice, als wenn man sich zwei Finger abhackt. Was soll er denn tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? So... Tolja die Winde und der Fels. Peter, bekannt als der Felsen. Peter? Hat er sich nicht bei einer Keilerei den Arm verletzt? Was soll er denn tragen? Wasser. Das geht nicht. Wir haben schon genug Wasserträger. Also, entweder trägt die arme Seele Scheiße oder gar nichts. Dann eben Scheiße. Tonda. Man nennt ihn die Winde. Die Winde. Solange er sich nicht rauswindet, was soll er denn tragen?
Scheiße. Gut, ein Scheißeträger haben wir. Geschafft. Wunderbar, das wäre erledigt. Nun zur Köchin. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Agnes. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. So. Rede Kunst Hauptmission oben. Haben wir sogar Sterne dafür gekriegt. Was gibt es sonst so Neues? Gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. So, wie war jetzt das? Der Vogt hat Hilfe braucht. Oben der Jäger, das waren Vögel zum Einfangen. Da muss der kurz Gehör haben. Das habe ich versucht, das ist nicht gegangen, weil die Banditen ständig in der Nähe wohnt. Und nur irgendwer hat Hilfe braucht. Und wer war jetzt das? Alles Gute. Zeig mir, was du da versteckt hast. Bist du taub? Was denn? Was ist los? Sicherheit geht vor. Ich habe alles verloren. Mein Heim, meine Familie, mein Auskommen. Zeig Gnade. Belästige mich nicht, Herrgott. Es stehen Leben auf dem Spiel. Du bist der, der alles aufhält. Wie du willst. Na gut, du kannst gehen. Wir müssen uns echt besser eine Kleidung organisieren. Questgeber. Alex. Gott schütze dich. Müssen wir mehr auf zum Wirst. Ich glaube, da müssen wir nur mal fragen. Der Vogt hat's, der Bernhard hat's und nur jemand hat er gesagt. Wer war denn das? Wer war denn das? Wer war denn das? Wer nur gesagt hat, dass er Arbeit braucht? Jetzt weiß ich mehr, wo haben wir den da nur etwas? Da haben wir einen Schleifstein, da unten haben wir einen. Was können wir jetzt nur stellen? Meinst du, mir fällt das ein? Dann nehmen wir den da. Weshalb bist du hier? Sprich beenden. Halt. Du bist privat, lass mich aussehen. Die Händlerin, reden wir mal mit der. Jetzt wieder von mir. Möge Gott über geh halt wieder. Wie wisst ihr, was wir dann? Wir lassen uns jetzt mal zuerst mal die Sachen errichten von da.
von unserer Hulden. Und dann können wir unten beim Peschek verkaufen. Ja. So, Kuslagi, du bist ein bisschen zerfledert und dann... Und ich weiß nicht, wie man dort den Ring rauskriegt, aus der Bude. Das weiß ich auch. Da müssen wir dann nochmal auf zum Apotheker. Und zwar, ich mische einen Schlaftrunk rein. Und wenn es dann alle schlafen. Und wenn es dann alle schlafen, hole ich den Ring. Du bist's. Ja, ich bin's. Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Oh, meine liebste Theresa. Schön, dich zu sehen, Heinrich. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Bei dem Wetter? Gehen wir lieber ein andermal, ja? Okay. So, dann Inventar. Wenn wir das ganze geklaute Zeug verticken da beim Müller. Peschek. Ah, hab ich gar nichts. Hab ich gar nichts. 1,1k hab ich jetzt. Okay, jetzt passen wir auf. 1,1k. Ja. Haben wir da herunten irgendwie eine Quest noch, die muss man erledigen können oder anfangen können? Nehmen wir zuerst mal was zum Essen aus. Gelobt sei Jesus Christus. Ah, das ist. Alles Gute. Das ist der, in den wir ihm jetzt garantiert nicht in Untaten stürzen. Aber die Axt werde ich jetzt herrichten noch gleich in der Folge. Mal schauen, ob wir erstmal die Reparaturkunst nach oben bringen. So. Nicht stumpf halten. Nicht stumpf halten, nicht spielen, sonst wird das nichts mit Axt.
So. Auf Server reparieren müssen wir das aussieht da. So, jetzt schauen wir mal, haben wir es verbessert oder eher verschlechtert? Ah, siehst du das? Haben wir scharf gebracht auf 100%. Schwert ist auf 99. Reden. Ah, dann ist der hintere, der meine ich da pass mal auf. Gott sei mit dir. Reparatur. Der Lederwams. Dies passt, der Helm passt, der passt da. Dies passt, dies passt, dies passt, dies bei 90%. Dann ist eh grad der, dann da mal Feilschen drum. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Mach mal drei. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Ah, fast, gell? Ja, Gott, ich weiß schon. In Ordnung. Passt, haben wir den Ruf verbessert und jetzt stehen wir wieder komplett super da. Nein, im Sportsfreund, jetzt steht der Heinrich wieder optimal. Tutti komplett, da steht er wieder da, das Schwert haben wir jetzt da rein. Jetzt steht er tutti komplett, da steht er da jetzt. Die Fackel haben wir 22 Stück. Dann haben wir 20 Fackeln rein, so viel brauchen wir ja nicht. Dass wir zwei Fackeln haben, wenn sie es. Rüstungen. Ah gut, jetzt war 96,97%, das passt schon. Okay, so, jetzt schauen wir, was haben wir in den. Das ist der, was man was hu bietet, aber wieder erzogen. Das passt. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Da mal ein bisschen würfeln. Ich das eine Runde würfeln mit Ding. Ich tue jetzt noch eine Runde würfeln mit Ink. Zum Abschluss der Folge. Sieht man ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Spaß. Dann seht ihr mal, wie ich zu Geld kriege. Hoffe ich einmal. 23, ich gehe jetzt auf vollen. Vollgebe. Entschuldigung. 4000 Punkte. Weil man könnte Würfel gezinkt ja auch kaufen, gell? So, jetzt haben wir da 1, 2, 3, 3, 2, 5er haben wir mal, das passt schon mal gut. Ein 1er haben wir, ein 4er, da fällt es uns wieder zurück hoch, aber da halt. Ein 6er fällt es uns auch, da fällt es uns auch. Dann bei 3 könnte man nur mehr Chance haben. Jo! Zack, die Bohne und dann haben wir schon die ersten 1200. Das ist ein bisschen mit Risiko. Zweimal darf's, gell? Mal sehen. Vorbei. Jetzt haben wir dort 3 Fünfer. Oh, riskieren wir es. Ja, riskieren wir es. Ein Orsa. Passt. Es
kennt sich jederzeit das Hilfemenü aufrufen, gell? Seht ihr das? So, schauen wir mal. Zwei Vierer haben wir, bringen uns das was? Zwei Vierer bringen uns nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das bringt uns was. Jetzt können wir. Jetzt ist Risiko. Jetzt ist Risiko. Ich gehe jetzt auf Risiko, gell? Zack, und hab ich kein Glück. Aber er am Kuss genauso geht. Mal sehen. Ich glaub's nicht. Kriegst du es? Er am Kuss geht's genauso. So, jetzt haben wir dort 3 Fünfer. 2 Einser. Und dann darf man aufpassen und zack, und haben wir schon 700, haben wir schon über die Hälfte. Der hat 4 Einser. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Jetzt pass auf, schau, ich hab auch Glück. Plus die 2 Sechser dazu, also okay, das geht nicht. Aber ich riskiere mein Glück nicht. 1100 brauche ich noch. Oh Teufel, noch eins. Der hätte 2 Einser gehabt. Plus 2 Sechser. Man kann's nicht erzwingen. Haben wir Gleichstand. Aber. Ich gewinne mit 4.900. Danke für die 23 Goldstücke, mein Freund. Das war's doch. Wie viel haben wir jetzt? 1,1k haben wir jetzt. Schauen wir da rauf. Jetzt schauen wir da auf in die Schenke. Nur. Da sitzt leider keiner herum. Okay. Na, passt mir im Sportsfreunde. Ich gehe jetzt mal zum Speichern. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus Kingdom Comes Deliveries für die PlayStation 4 weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!